Willkommen zurück, liebes LA-Team. Hier ist Leo. Und heute möchte ich mit euch einfach mal über meinen Aufenthalt auf Bali sprechen. Ich habe ja oft schon auf Instagram auch in Texten gesagt, dass es eine unglaublich transformierende Zeit für mich war. Aber jetzt geht es für mich einfach mal darum, wirklich auch in so einem Video darüber zu sprechen. Ich habe jetzt auch gerade gar nichts aufgeschrieben, also was ich konkret sagen möchte, sondern ich möchte wirklich einfach komplett Freestyle aus dem Herzen heraus einfach mal erzählen, weil es war für mich so eine krasse Erfahrung, ohne dass ich es im Vorhinein erwartet hatte, und hat auch meine Perspektive auf das ganze Reisen nach dem Abitur komplett verändert. Weil ich habe mir oft gedacht, wenn andere Schüler aus meiner Jahrgangsstufe nach dem Abitur, was weiß ich, 6 Monate nach Australien gegangen sind, hatte ich manchmal das Gefühl, dass es mehr so ein Zeitkaufen ist. So ein, ich weiß nicht genau, was ich mache und jetzt gehe ich mal irgendwo anders hin und dann hoffe ich auf bessere Zeiten oder auf besseres Wetter oder keine Ahnung was. Und ich habe mir immer gedacht, so findest du nicht raus, was du machen willst. Und ich habe extra schon ein Video gemacht dazu, wie du rausfindest, was du wirklich willst. Und da ist Reisen nicht alleine die Methode, aber trotzdem ein wichtiger Teil davon. Und das auch aufgrund meines Aufenthalts auf Bali. Aber Bali war für mich nicht nur Reisen. Es war nicht nur für mich, ich sehe schöne Strände und neues Land und andere Menschen. Sondern es hat mir vor allem wieder gezeigt, wie krass wichtig unser Umfeld ist. Deswegen habe ich auch extra ein YouTube-Video dazu gemacht. Deswegen habe ich das auf Instagram sehr oft thematisiert, auch in einem Livestream. Warum war ich da auf Bali? Es gab die Awesome People Talentschmiede. Das ist ein Projekt, wo Leute, die ihr eigenes Business starten wollen, 30 Tage mit nach Bali können, werden dort dann in täglichen Workshops betreut, werden gecoacht von den besten Speakern Europas teilweise. Und man ist einfach mit 6 anderen Leuten da, die genauso ihr eigenes Ding machen wollen. Und du bist im Prinzip weg von allem. Du bist weg von deinen Eltern, von deinen Geschwistern, von deinen alten Freunden im Prinzip auch, von den Lehrern. Du bist irgendwie weg von allem. Und lässt irgendwie so deine ganze Vergangenheit, was nicht heißt, dass all diese Menschen in deiner Vergangenheit gehören, nicht mit der Zukunft. Aber alles, was du die letzten 12 Jahre einfach erlebt hast in der Schule, ist da auf einmal nicht da. Und es ist einfach alles pur fokussiert auf die Zukunft. Und auf das Jetzt natürlich auch. Aber alles, was dort ist, ist darauf ausgerichtet, den nächsten Schritt in deinem Leben zu gehen. Und das ist unglaublich faszinierend. Das ist unglaublich faszinierend, weil daheim bist du es eigentlich gewohnt, so, du willst irgendwas machen, dann zweifeln Leute daran und es ist irgendwie immer so ein Kampf. Aber auf Bali war es für mich einfach so, wow. Like, wow. Wie krass es sich anfühlt, in einem Land zu sein, wo es einfach schön warm ist, wo die Menschen super freundlich sind, die direkt Menschen, die mit dir da in dieser Villa gewohnt haben, ist einfach mega geil, erwarten nichts von dir, akzeptieren dich genauso wie du bist, unterstützen dich zusätzlich dazu maximal bei dem, was du in Zukunft vorhast. Und das war für mich einfach so ein richtig krasser, eine krasse Erfahrung. Und deswegen habe ich auch noch eine neue Überraschung im Prinzip für euch entwickelt, die ich euch morgen ankündigen werde. Da könnt ihr schon richtig krass gespannt sein. Die ich eben genau aus Bali im Prinzip abgeleitet habe, weil ich genau weiß, dass es euch jetzt einfach maximal viel bringen wird. Da könnt ihr richtig gespannt drauf sein. Und allgemein, es hat mir einfach gezeigt, wow. Mein eines großes Learning aus all den verschiedenen kleinen und wichtigen und auch teils entscheidenden Dingen, die ich auf Bali gelernt habe, wenn ich das alles zusammenfassen würde, hat es mir einfach nur beigebracht, wie viel im Leben noch möglich ist. Ich hatte immer schon das Gefühl, dass ich sehr weit bin für mein Alter, dass ich auch sehr erfolgreich bin, dass ich auch nicht nur in einem Lebensbereich, sondern im Prinzip in allen Lebensbereichen schon wirklich ziemlich krass am Start bin. Aber Bali und die Menschen dort haben mir wieder gezeigt, es gibt kein Limit. Es gibt kein Limit. Und nur weil du jetzt vielleicht schon auf einem guten Niveau bist, nur weil du jetzt ein Top-Abi hattest, nur weil du grundsätzlich sportlich bist, nur weil du tolle Freundschaften hast und so weiter,
Es gibt immer das nächste Level. Es gibt immer das nächste Level. Und es geht auch nicht darum, immer zwanghaft zu versuchen, auf das nächste Level zu kommen. Sondern es geht einfach darum, zu realisieren, dass das Leben uns so viel bietet, dass hier so viel Fülle ist, dass wir immer auf das nächste Level gehen können. Immer, immer, immer wieder. Und das mit Leichtigkeit, mit Liebe, mit Freude, aus Inspiration heraus. Und das war so unfassbar krass für mich. Ich sage über Bali immer, über diesen Monat da bei dem Projekt, ich bin hingegangen, um mein Business voranzubringen. Und im Prinzip wurden aber vor allem alle anderen Lebensbereiche richtig krass transformiert. Weil du lernst einfach neue Menschen kennen. Aber auch nicht nur irgendwelche neuen Menschen, sondern neue Menschen, die genauso denken wie du. Und dann war es für mich auch noch so, eine war 22, eine 23, eine 24 und ansonsten waren alle durchgehend 8 Jahre älter als ich. 8 Jahre älter. Und wenn du dich so lange auch mit solchen Menschen umgibst, du wirst automatisch, ohne dass du irgendwas aktiv lernst, einfach nur durch den alltäglichen Umgang mit den Menschen, du siehst, wie sie sprechen, wie sie sich bewegen, wie sie handeln und so weiter. Du nimmst es automatisch auf, weil unser Kopf einfach, unser ganzes System so stark mit diesen Spiegelneuronen arbeitet, dass du sozusagen einfach von deiner Umgebung so unfassbar krass geprägt wirst. Und ich war selten so unfassbar präsent, so stark gegenwärtig wie dort auf Bali, weil du auf Bali einfach das Gefühl hast, die Zeit bleibt stehen. So, wenn du da, selbst Leute, die da wirklich Business machen und modern am Start sind, irgendwer wollte da unseren WLAN-Router aufbessern. Und dann hat er gemeint, er kommt Montag früh und kam schlussendlich Dienstagnachmittag. Und es war trotzdem für balinesische Verhältnisse noch mega pünktlich so. Und deswegen bist du so krass im Moment und gleichzeitig wirst du aber auch so stark von deiner Zukunftsvision unterstützt, dass du auch so hype bist, einfach immer weiter den nächsten Schritt zu gehen. Und diese Kombination war für mich so unfassbar lehrreich. Es war für mich so lehrreich zu erkennen, dass du vollkommen im Moment leben kannst. Vollkommen jetzt deinen Körper spürst, dein Atem, die Worte, die du sagst, deine Stimme selbst hörst, das Grün der Pflanzen, dass du all diese Dinge maximal wahrnehmen kannst, voll im Moment lebst und gleichzeitig aber voll Bock drauf hast, was in Zukunft kommt. Und oftmals haben wir so das Gefühl, dass es so ein Gegensatz ist. Entweder du bist im Moment und alles ist gut, du brauchst nichts mehr tun, oder du gibst Gas weiter, bam, 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 und du verlierst dich vielleicht sogar in dem Prozess. Aber dass beides gleichzeitig möglich ist. Und genauso, ja, es ist einfach nur, was alles noch möglich ist. Was alles noch möglich ist. Was auf zwischenmenschlicher Basis möglich ist. Da will ich gar nicht genau in die Details gehen, weil es natürlich auch andere Menschen betrifft und so weiter. Aber auch das, was wir, glaube ich, von zu Hause oder speziell von Deutschland einfach kennen, da ist noch so viel mehr möglich. Da ist so viel mehr Reife möglich. Da ist so viel mehr Abenteuer möglich. Da ist so viel mehr Kreativität, Spaß, einfach so viel mehr möglich, so viel mehr Verbundenheit auch. Wenn du einen Menschen für 30 Tage kennst, hat man ja meistens so das Gefühl, dass man ihn noch gar nicht richtig kennt. Dorten waren wir uns so schnell, so stark bekannt und haben so eine enge Bindung, jeder Einzelne mit jedem aufgebaut, was mir auch wieder gezeigt hat, wow. So, du kannst theoretisch 8 Jahre mit einer Person in die Schule gegangen sein, sie jeden Tag sehen, sie vielleicht sogar als deinen Freund bezeichnen und dann fährst du irgendwo anders hin mit Menschen, die das gleiche Mindset haben wie du und im Prinzip innerhalb von 2 Wochen bist du so viel enger mit den Leuten, so krass viel enger. Eigentlich schon nach 3 Tagen. Bist du nach 3 Tagen schon so viel enger mit den Leuten, als mit der Person, die du jeden Tag über 8 Jahre lang gesehen hast. Und das war einfach auch nochmal so, okay, Jesus, wir müssen uns nicht mit dem aufhalten, was in letzter Zeit war. Nur weil du jetzt mit den Leuten im Abi bist, in deiner Schulzeit abgehängt hast, bedeutet nicht, dass du es weitermachen musst. Kannst du natürlich, du bist fucking frei.
Du bist fucking frei, nichts kann dich aufhalten. Aber wenn du es nicht willst, dann musst du es nicht machen. Das ist einfach nur krank. Der Fakt, dass ich einfach ein Monat auf Bali sein konnte. Wahrscheinlich einer der schönsten Orte der Welt. Wir sind fucking frei. Wir sind fucking frei, Leute. Wir sind frei. Ich bin jetzt gerade hier in Berlin. Ich kann hier sogar umsonst wohnen, weil ich Pascal kennengelernt habe. Geil. Geil. Ich kann mit euch sprechen. Ich spreche in die Kamera und ihr seid jetzt gerade auf eurem Bildschirm und trotzdem sind wir so krass verbunden. Und das ist einfach die Magie, die wir in unserer Lebenssituation, in der wir gerade sind, und das kombiniert mit dem Zeitalter, in dem wir gerade leben, einfach kombiniert darstellt. Du kannst alles machen. Du kannst alles machen. Ich bin für 19 Euro hier einmal quer durch Deutschland gefahren. Ryanair, keine Ahnung, kannst du für mega wenig Geld überall hinfliegen. Du kannst einfach übers Internet dein eigenes Business starten. Du kannst im Prinzip fast alles studieren, was du möchtest. Selbst wenn du kein gutes Abitur hast, gibt es immer noch einen anderen Weg. Das ist, was Bali mir beigebracht hat. Wir sind fucking frei. Alles ist möglich. Und es gibt keine Limits. Und wenn wir das alle beachten, dann wird das ein ziemlich geiles Leben. Ich hoffe, der ganze Einblick hat euch was geholfen. Schreibt mir gerne eure Meinungen in die Kommentare. Gerne auch, was ihr jetzt so in den ersten Wochen, vielleicht so nach dem Abitur oder wo das Abitur dem Ende sich neigt, gelernt habt, dass andere sich auch da wieder inspiriert fühlen. Jetzt einfach jeder realisiert, Mann, so, jetzt geht's los. Und das müssen wir einfach gemeinsam supporten. Seid richtig gespannt auf das, was ich morgen auf YouTube ankündigen werde. Das wird Bali in komprimierter Form für euch. Richtig, richtig geil. Ich bin so pumped. Und ja. Leute, glaubt an euch. Denn ich glaube wie immer an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.